Hallo und willkommen in meinem und Pettersons Haus. Naja, ein bisschen gehört es auch den Mucklers. Wir können jetzt in Pettersons und meinem Haus spielen. Und in dem der Mucklers, denn die wohnen auch hier. Petterson sagt, dass es die Mucklers gar nicht gibt. Aber warte ab, du wirst schon sehen. Hier im Haus gibt es eine Menge Spiele, die wir zusammen spielen können. Zuerst musst du dir einen Speichermuckler aussuchen, der alles aufbewahrt, was du in den Spielen gewinnst. Wenn du das, was du früher gespeichert hast, löschen möchtest, kannst du mit der Bürste alles wegmachen. Wie soll dein Speichermuckler heißen? Schreib den Namen auf. Du hast für 20 Buchstaben Platz. Falls du Hilfe brauchst, bitte jemand Größeren. Klicke auf Fertig, wenn du den Namen eingetragen hast. M-E-B-A-M-M-E. Das ist aber ein schöner Name. Dann gehen wir jetzt ins Haus. Das hier ist die Diele. Von der Diele aus kannst du dich in die Küche, die gute Stube oder das Schlafzimmer klicken. Wenn du die Treppe anklickst, kommst du auf den Dachboden. In der Diele hängen all unsere Mützen und Kappen und auch der Fahrradhelm. Wenn Petterson im Zimmer sitzt und über eine Erfindung nachdenkt oder so und ich rausgehen soll, dann kommt es manchmal vor, dass er sagt, ich soll den Helm aufsetzen, wenn ich Fahrrad fahre, obwohl er weiß, dass ich niemals Fahrrad fahre. Aber ich renne wie der geölte Blitz. Hier werden alle Sachen aufbewahrt, die du bei den Spielen gewinnen kannst. Du kannst auch die Lautstärke verändern. Wenn du den Computer ausschaltest, passt dein Speichermuckler darauf auf, dass alle deine Sachen nicht verloren gehen. Hier kannst du einstellen, ob du den Ton während des Spieles leise oder laut hören möchtest. Leise, 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 leise. Laut, 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 laut. Hier wird das Muckleressen gespeichert, das du bei den Spielen in Pettersons Haus gewinnen kannst. Das kannst du bei den Mucklers draußen in den Mucklerwelten gegen andere Sachen tauschen. Hier werden deine Mucklerkarten gesammelt. Bei jedem Mucklerweltsymbol siehst du, wie viele Karten du brauchst, um eine Familie zusammenzubekommen. Hier kannst du die Gegenstände aufbewahren, die du von den Mucklers für das Muckleressen bekommen hast. Die Zahl zeigt dir, wie viel du von jedem Gegenstand hast. Hier kannst du schnell zwischen den verschiedenen Spielen in Pettersons Haus und den Mucklerwelten wechseln. Wenn du die Eingänge zu den Mucklerwelten gefunden hast, erscheinen sie auch auf der Karte. Krocker, Panga und Triller sind drei Mucklers, denen es Spaß macht, zusammenzukrachen und zu rennen. Die Uhr in der Mitte zeigt an, wann sie auf der Kreuzung zusammenstoßen sollen. Wenn du auf einen der Mucklers klickst, sagt er dir, wie lange er braucht, um zur Kreuzung zu rennen. Stell die Uhr von jedem Muckler so ein, dass sie im richtigen Moment zusammenstoßen. Viel Glück! Sie treffen sich um 11. Die große Uhr in der Mitte zeigt dir an, wann Krocker, Panga und Triller sich an der Kreuzung treffen sollen. Klick danach auf Krocker, Panga und Triller, damit sie dir sagen, wie lang jeder von ihnen braucht, um den Weg bis zur Kreuzung zurückzulegen. Dann musst du die Uhren so einstellen, dass sie auf den Punkt genau an der Kreuzung zusammenstoßen. Klick auf Start, wenn du soweit bist. Jetzt treffen sie sich um 11. Ich brauche 20 Minuten. 20 vor 11. Ich brauche 10 Minuten. 10 vor 11. Ich brauche 25 Minuten. 5 nach halb 11. Den Schlag genau zusammengekracht. Rekordzeit! Dieses Mal treffen sie sich um 7. Ich brauche 25 Minuten. 5 nach halb 7. Ich brauche 15 Minuten. Viertel vor 7. 20 vor 7. Ich
Ich brauche 5 Minuten. 5:07. 7:15. Oh je, das war noch nicht ganz richtig. Alle drei haben sich verpasst. Versuch's doch nochmal. Ich brauche 15 Minuten. 7:15. Gar nicht so dumm. Zwei von ihnen sind auf dem Punkt genau zusammengekracht, aber nicht alle drei. Versuch's nochmal. Ich brauche 5 Minuten. 5:07. Alle drei sind auf den Schlag genau zusammengekracht. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Jetzt treffen sie sich um 3. Tigerhart. Hühnerleicht. Tigerhart. Sie treffen sich um 2. Ich brauche 5 Minuten. 5:02. Ich brauche 45 Minuten. 1:15. Ich brauche 1,5 Stunden. 1:30. Alle drei sind auf den Schlag genau zusammengekracht. Jetzt hast du was gewonnen. Sie treffen sich um 1:20. Ich brauche 1 Stunde und 10 Minuten. 10:50. Ich brauche 1 Stunde und 20 Minuten. 12. Ich brauche 1 Stunde und 35 Minuten. 11:45. Den Schlag genau zusammengekracht. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Jetzt treffen sie sich um 11:20. Tschüss, ihr drei. Tschüss. Hier zieht Pettersson seine Schuhe und Jacken und all sowas aus. Ich habe ja nicht so viele Schuhe zum Ausziehen, aber meistens putze ich mir die Füße auf dem Teppich in der Diele ab. Pettersson findet, dass das lustig aussieht. Jedes Mal fängt er an zu lachen. Er sagt, dass ich schon angefangen habe, ihn nachzumachen, als ich noch ein kleines Katzenkind war. Willkommen in der Küche. Hallo Pettersson, hier kommen wir. Das ist ja schön, dass ihr mir Gesellschaft leistet. Hallo, hier bist du bei meinem Spiel Frühstück versenken. Das geht so. Lege zuerst deine Gegenstände auf eine der Tischhälften. Du kannst die Sachen drehen, indem du sie anklickst, wenn sie auf dem Tisch liegen. Versuche dann, die Sachen deines Gegners mit dem Visier zu treffen. Aber das ist schwer, denn sie sind gut versteckt. Der, der alle Gegenstände des Gegenspielers getroffen hat, gewinnt. Möchtest du gegen Pettersson spielen oder gegen einen Freund, der neben dir sitzt? Okay, aber sieh dich vor, Pettersson ist wirklich pfiffig. Benutze die Maus und versuche, die Sachen auf der anderen Seite zu treffen. Pettersson kann deine Sachen nicht sehen, denn die Bücher stehen dazwischen.
Na, nun kann das Spiel ja beginnen. Da habe ich wohl getroffen. Ach je, jetzt hast du mein Wurstbrot versenkt. Nein, nicht den Hefezopf. Mitten ins Schwarze. Ups, da verschwand die Wurst. Aha, das war ein richtiger Volltreffer. Mitten ins Schwarze. Schlingel, jetzt hast du doch wirklich den Grütze-Teller getroffen. Oha, jetzt hast du meinen Strumpf erwischt. Oje, jetzt hast du alle meine Sachen getroffen. Glückwunsch, das hast du gut gemacht. Wollt ihr noch mal spielen? Sollen wir Frühstück versenken spielen? Prima, fang du damit an, deine Sachen auszulegen. Ich sehe so lange weg. Wenn du alles ausgelegt hast, klicke auf Fertig. Na, nun kann das Spiel ja beginnen.
Na also, das klappt ja wie geschmiert. Da habe ich wohl getroffen. Ah, nicht das Brot mit der Kaviarpaste. Das ist so lecker. Oha, jetzt hast du meinen Strumpf erwischt. Da habe ich wohl getroffen. Nein, nicht den Hefezopf. Mitten ins Schwarze. Hups, da verschwand die Wurst. Ach je, jetzt hast du mein Wurstbrot versenkt. Hoppla, du hast ja gegen mich gewonnen. Da gratuliere ich aber. Wollt ihr noch mal spielen? Tschüss. Hör mal, hast du die Strümpfe mitten auf den Küchentisch gelegt? Ich hab doch noch nie Strümpfe auf deinen Küchentisch gelegt. Das warst du selber, Alter. Vielleicht, ja, vielleicht, Katze. Oder es war wohl wieder so ein Strumpfmuckler da, wie damals, als ich meine Strümpfe unter der Spüle gefunden habe. Kann sein, du. Hallo, kannst du mir nicht helfen, den Zucker in die Tasse zu bekommen? Jetzt möchte ich doch wirklich 7 Stück Zucker. Klick die Eulen an, dann hüpfen sie auf den Löffel und das Zuckerstück fliegt los. Versuche, in die Tasse zu treffen. Oh, hopp. 1. Ja. Oh, hopp. 2. Ja. Hopp. 3. Ja. Hopp. Ja. 4. Ja. 5. Ja. Hopp. Ja. 6. Ja. 7. Ja. Dankeschön. Genau so viel Zucker wollte ich haben. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Versuch's doch nochmal. Ich will 6 Stück Zucker in meiner Kaffeetasse haben. Hopp. Ja. Hopp. 1. Hopp. Ja. Hopp. 2. Ja. Oh, hopp. Ja.
Ja. Oh, hopp. Drei. Ja. Hopp. Vier. Ja. Hopp. Ja. Oh, hopp. Fünf. Ja. Hopp. Sechs. Ja. Dankeschön. Genau so viel Zucker wollte ich haben. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Versuch's doch nochmal. Versuche, so viele Zuckerstücke, wie du kannst, in meine Tasse zu bekommen. Du hast 2 Minuten Zeit. Viel Glück. Ja. Ja. Oh, hopp. Ja. Hopp. Ja. Ja. Oh, hopp. Ja. Hopp. Ja. Oh, hopp. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Huhu. Ja. Huhu. Ja. Hopp. Ja. Huhu. Ja. Oh, hopp. Ja. Huhu. Ja. Huhu. Ja. Oh, hopp. Ja. Hopp. Ja. Huhu. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Huhu. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Huhu. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Hopp. Ja. Oh, hopp. Ja. Huhu. Ja. Hopp. Ja. Dankeschön. Genau so viel Zucker wollte ich haben. Jetzt hast du was gewonnen. Du bist auf die Highscore-Liste gekommen. Versuch's doch nochmal. Versuche, so viele Zuckerstücke, wie du kannst, in meine Tasse zu bekommen. Du hast 2 Minuten Zeit. Viel Tschüss, ihr Eulen. Tschüss. Hallo, Findus. Du wirst nicht glauben, wie gut der Kaffee heute geschmeckt hat. Genau richtig süß. Naja, wenigstens die meisten Tassen. Das liegt vielleicht daran, dass Schmugglerzucker in deinem Kaffee war. Was du nicht sagst. Ja, du weißt das wohl am besten, wo du doch so eine richtige Mucklerkatze bist. Und du ein richtiger Muckler, Alter. Nein, diese Tür hier kann man nicht benutzen. Die geht nicht auf. Huhu! Oh Mann, was ist denn hier passiert? Ja, das ist ja richtig verzwickt.
Die Rohre zwischen dem Wasserbehälter und dem Wasserhahn scheinen zu fehlen. Setze die verschiedenen Rohrteile so zusammen, dass das Wasser bis zum Wasserhahn laufen kann. Du musst sie aber mit den Rohrstücken verbinden, die fest in der Wand sitzen. Beeil dich, sonst ist das ganze Wasser aus dem Behälter gelaufen. Oh je, jetzt ist die Blume ganz weg und braucht Wasser, um wieder munter zu werden. Setze die verschiedenen Rohrteile so zusammen, dass das Wasser bis zum Wasserhahn laufen kann. Du musst sie aber mit den Rohrstücken verbinden, die fest in der Wand sitzen. Beeil dich, sonst ist das ganze Wasser aus dem Behälter gelaufen. Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Die beiden Alten würden wohl gerne Kaffee trinken, ja, aber sie haben keinen Kaffee Wasser. Kriegen, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen hier. Ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen hier. Ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen hier. Ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen hier. Ja. Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Diese Kuh hier sieht wirklich durstig aus. Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Jetzt hast du was gewonnen. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Die beiden Alten würden wohl gerne Kaffee ja, trinken, ja, sie aber sie haben einen Kaffee kein Wasser. Trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen, ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen, ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja, kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen, ja. Wieso? Ja, sie müssen einen Kaffee trinken, ja. Kann ich nicht mal einen Kaffee kriegen, ja. Hä? Du bist ja toll im Rohre reparieren. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Ja, du bist wirklich toll. Du stehst ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Die Mäuse wollen wohl, dass es regnet. Sonst bräuchte man ja auch keinen Schirm, oder?
Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Yippie, jetzt bist du ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Ich glaube, das Schwein möchte sich waschen. Am besten beeilen wir uns. Du bist ja toll im Rohre reparieren. Jetzt bekommst du einen Gewinn. Dein Speichermuckler bewahrt ihn für dich auf. Ja, du bist wirklich toll. Du stehst ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Oh je, jetzt ist die Blume ganz weg. Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Yippie, jetzt bist du ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Die Mäuse wollen wohl, dass es regnet. Sonst bräuchte man ja auch keinen Schirm, oder? Jetzt funktioniert die Wasserleitung wieder perfekt. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Yippie, jetzt bist du ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Bewegung. Tschüss! Nein, diese Tür hier kann man nicht benutzen. Die geht nicht auf. Das hier ist wirklich nicht leicht, macht aber Spaß. Der Lastophant braucht Hilfe beim Transport der Sachen aus der Vorratskammer. Klick auf das Gefäß, das der Skater zum Lastophant bringen soll. Such dir aus, wie der Lastophant beladen werden soll. Entweder nach der Breite. Du musst die Vorräte so aufladen, dass sie genau auf das Brett des Lastophanten passen. Das ist nicht so schwer. Oder nach dem Gewicht. Da musst du die Vorräte so aufladen, dass es für den Lastophanten weder zu leicht noch zu schwer wird. Das ist schon schwieriger. Oder nach der Breite und dem Gewicht. Das ist richtig schwer. Dann müssen die Vorräte genau auf das Brett passen und auch das richtige Gewicht haben. Okay, versuch nun die Behälter so aufzuladen, dass sie genau auf das Brett des Lastophanten passen. Pass auf, dass kein Gefäß über den Rand ragt. Wenn du das dreimal geschafft hast, bekommst du einen Gewinn. Viel Glück! Okay, versuch nun die Behälter so aufzuladen, dass sie genau auf das Brett des Lastophanten passen. Pass auf, dass kein Gefäß über den Rand ragt. Wenn du das genauso breit sollte es sein. Ein Punkt! Thank you.
Bitte schön. Genauso breit sollte es sein. Ein Punkt. Bitte schön. Gut. Jetzt hast du was gewonnen. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Bitte schön. Oh, das ist ein bisschen zu breit gewesen. Bitte schön. Genauso breit sollte es sein. Ein Punkt. Bitte schön. Genauso breit sollte es sein. Ein Punkt. Bitte schön. Gut, jetzt bekommst du einen Gewinn, weil du so fleißig warst. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Okay, auf jedem Gefäß steht, wie schwer es ist. Sieh auf das Schild über dem Lastophanten und versuch ihn genau mit dem angezeigten Gewicht zu beladen. Wenn du das dreimal geschafft hast, bekommst du einen Gewinn. Viel Glück! Bitte schön. Exakt das richtige Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Das war viel zu schwer. Bitte schön. Das ist zu leicht. Du musst schwerere Sachen nehmen. Bitte schön. Exakt das richtige Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Das ist zu leicht. Du musst schwerere Sachen nehmen. Bitte schön. Das war viel zu schwer. Bitte schön. Gut, zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Bitte schön. Exakt das richtige Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Exakt.
das richtige Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Gut, jetzt bekommst du einen Gewinn. Dein Speichermuckler bewahrt ihn für dich auf. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Nun musst du versuchen, innerhalb der Zeit sowohl Breite als auch Gewicht richtig zu bestimmen. Du hast 2 Minuten Zeit, um so viele Bretter wie möglich richtig zu beladen. Wenn ein Gefäß vom Regal fällt, bekommst du Minuspunkte. Bist du bereit? Viel Glück! Bitte schön. Das Gewicht stimmt, aber die Breite nicht. Ein Punkt. Punkt dazu. Bitte schön. Nee, sowohl Gewicht als auch Breite stimmen nicht. Keine Punkte. Punkt dazu. Bitte schön. Nee, sowohl Gewicht als auch Breite stimmen nicht. Keine Punkte. Bitte schön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Das Gewicht stimmt. Gut. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Du bist auf die Highscore-Liste gekommen. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Bitte schön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Sowohl Gewicht und Breite stimmen ganz genau. 4 Punkte. Bitte schön. Nee, sowohl Gewicht als auch Breite stimmen nicht. Keine Punkte. Bitte schön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. Ein Punkt. Bitte schön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. Ein Punkt. Gut.
Jetzt hast du was gewonnen. Jetzt bist du auf der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Bitteschön. Sowohl Gewicht und Breite stimmen ganz genau. 4 Punkte. Bitteschön. Sowohl Gewicht und Breite stimmen ganz genau. 4 Punkte. Bitteschön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. 1 Punkt. Bitteschön. Die Breite stimmt, aber nicht das Gewicht. 1 Punkt. Bitteschön. Sowohl Gewicht und Breite stimmen ganz genau. 4 Punkte. Gut, jetzt bekommst du einen Gewinn. Dein Speichermuckler bewahrt ihn für dich auf. Yippie, jetzt bist du ganz oben in der Highscore-Liste. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Tschüss, Lastofan. Tschüss, Gator. Ciao. Huhu. Na, Findus, hast du deine Tatzen im Kristallzucker in der Vorratskammer gehabt? Hattest du etwa vor, eine kleine Pfannkuchentorte zu backen? Wenn ich nächstes Mal wieder Geburtstag habe, dann können der Ladefant und der Skater alles, was du für eine Pfannkuchentorte brauchst, aus der Vorratskammer holen. Vergiss das nicht, Alter. Ja, dann sind deine Mucklerfreunde zu etwas nützlich, Katzenkind. Du, Patterson, die sind immer nützlich. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Bewegung. Tschüss! Huhu! Das war vor einer Weile aber ein großes Getropfe unter der Spüle. Ich war schon kurz davor, die Rohrzange zu holen und darunter zu kriechen, um die Rohre zu reparieren. Nicht nötig, Patterson. Das haben wir schon erledigt. Und du hättest mal sehen sollen, wie sich alle gefreut haben, als sie Wasser bekommen haben. Ja, das kann ich mir denken. Du bist wirklich ein netter Kater und hilfst deinen Freunden. Hier im Schlafzimmer schlafen Patterson und ich und die Mucklers. Hilf dem Muckler, an den Apfel zu kommen. Versuch's nochmal. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf dem Muckler, mit der Torte nach Hause zu kommen. Ja.
Versuch's nochmal. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf den alten Männern beim Sägen. Hol die Sachen aus der Schublade und versuch damit, die Erfindungen zum Laufen zu bringen. Bring die Teile dort an, wo du glaubst, dass sie hingehören. Hast du die richtige Stelle gefunden? Fügt sich das Teil ein, sonst verschwindet es wieder in der Schublade und du musst es noch einmal versuchen. Wenn du die Erfindung starten willst, klickst du auf den Steuerknüppel. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hier kannst du die alte Frau munter machen. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf dem Muckler, Rutsche zu fahren. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf der alten Frau, das Schwein zu waschen. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Koch das Kaffeewasser. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf dem gelben Muckler, an den Käse zu kommen. Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf Findus zu fliegen.
Na, da warst du aber tüchtig. Dafür bekommst du einen Gewinn. Hilf dem Muckler, an den Apfel zu kommen. Eine Nacht war schwer zu schlafen. Pettersson saß in der Küche mit den Hühnern und hielt nach dem Fuchs Ausschau. Ich habe die Zündschnur für das ganze Feuerwerk angezündet, das Pettersson überall angebracht hat, um den Fuchs zu erschrecken. Dann sollte ich an dem Spukseil vom Schlafzimmerfenster aus über den ganzen Hof fliegen und den Fuchs ankreischen, er solle keine Hühner jagen. Mann, oh Mann, war das ein Lärm! Hilf dem Muckler, an den Apfel zu kommen. Einmal hat Pettersson eine Schnur um den großen Zeh gebunden und die Schnur ging von seinem Zeh bis zu meiner Koje im Baum, von wo ich Ausschau nach dem Fuchs halten sollte. Wenn ich den Fuchs sehen würde, sollte ich an der Schnur ziehen und dann würde Pettersson wach werden. Pettersson ist wirklich schlau. Er geht fast immer umher und denkt über verschiedene Erfindungen nach. Und manchmal wird er mitten in der Nacht wach, weil ihm etwas eingefallen ist. Dann sitzt er auf der Bettkante und kratzt sich am Kopf und schreibt und zeichnet alles auf. Hallo! Jetzt kannst du dem Mucklers beim Zugfahren helfen. Und du kannst dem Lokführer helfen und aufpassen, wie viele es sind. In jeden Waggon passen 10 Mucklers. Benutze die Zahlentafel, um die Anzahl zu bestimmen. Klick den Lokführer an, wenn du möchtest, dass er wiederholt, was er gesagt hat. Dieser Zug ist unterwegs nach Steinberge. Wie viele Passagiere möchten mit? Bei diesem Spiel kannst du dem Lokführer helfen, mitzuzählen, wie viele Mucklers in den Zug einsteigen und wie viele aus dem Zug aussteigen. Benutze die Zahlentafel, um die Anzahl zu bestimmen. 8? Ja, klar doch. Das war völlig richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie viele sitzen denn diesmal insgesamt im Zug? 8! Gut, dann fährt der Zug los. Willkommen in Landlordsboda. Landlordsboda! Wie viele können es wohl sein, die von hier aus mitfahren wollen? 3. Das stimmt genau. 1, 2. Wie viele wollen mit dem Zug weiterfahren? 11. Ruhe im Zug. Jetzt fahren wir los. Thank you.
Und nun sind wir in Hüttentorp. Wie viele wollen hier einsteigen? Fünf. Ganz richtig. Genau so viele sind es. Einer. Zwei. Drei. Fünf. Vier. Wie viele wollen mit dem Zug weiterfahren? 16. Gut, dann fahren wir. Nun sind wir in Steinberge. Steinberge. Endstation. Alle aussteigen. Das hast du gut gemacht. Du hast alle Mugglers genau gezählt. Danke für die Hilfe. Jetzt bekommst du einen Gewinn, weil du so fleißig warst. Tigerhart. Jetzt werden ab und zu einige Mugglers aussteigen. Und du musst dem Lokführer sagen, wie viele noch im Zug sind. Find es einfach. Tigerhart. Dieser Zug fährt in Richtung Fliederköping. Wie viele Passagiere möchten mit? 9? Ja. Das war ganz richtig. Wie viele wollen mit dem Zug weiterfahren? 9. Das stimmt genau. Gut, dann fahren wir. Da wären wir in Grafenholm. Wie viele können es wohl sein, die von hier aus mitfahren wollen? Einer? Nein, das war nicht richtig. Probier's nochmal. 2? Das stimmt genau. Na, wie viele Passagiere sind ausgestiegen? 3? Ganz richtig. Genau so viele sind es. Wie viele wollen mit dem Zug weiterfahren? 8. Das stimmt genau. Gut, dann fahren wir. Haltet die Hüte fest. Wir sind in Huthult. Wie viele wollen hier einsteigen? 4? Ja, klar doch. Das war völlig richtig. Wie viele sind aus dem Zug gestiegen? 3? Ja, klar doch. Das war völlig richtig. Wie viele Mugglers sitzen denn jetzt im Zug? 9? Ganz richtig. Genau so viele sind es. Gut, dann fahren wir. Willkommen in Fliederköping. Endstation. Alle aussteigen. Das hast du gut gemacht. Du hast den Mugglers geholfen, auf die Reise zu gehen. Vielen Dank. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuggler aufbewahrt.
Der Zug fährt nach Grafenholm. Wie viele wollen mitfahren? 4? Ja, das war ganz richtig. Wie viele wollen mit dem Zug weiterfahren? 4? Ja, klar doch. Das war völlig richtig. Gut, dann fährt der Zug los. Willkommen in Landlordsboda. Landlordsboda. Wie viele wollen hier einsteigen? 9? Ja, das war ganz richtig. Wie viele Mucklers sind hier ausgestiegen? 2? Ganz richtig. Genau so viele sind es. Wie viele sitzen denn diesmal insgesamt im Zug? 11? Ganz richtig. Genau so viele sind es. Haltet euch fest, denn der Zug fährt jetzt los. Und nun sind wir in Hüttentorp. Wie viele Passagiere möchten mit? 5. Ganz richtig. Genau so viele sind es. Wie viele Mucklers sind hier ausgestiegen? 2. Das stimmt genau. Wie viele sitzen denn diesmal insgesamt im Zug? 14. Ja, das war ganz richtig. Gut, dann fährt der Zug los. Nun sind wir in Steinberge. Steinberge! Wie viele können es wohl sein, die von hier aus mitfahren wollen? 10? Ja, klar doch. Das war völlig richtig. Wie viele Mucklers sind hier ausgestiegen? 3? Das stimmt genau. Und wie viele Passagiere sitzen im Zug? 21? Das stimmt genau. Gut, dann fahren wir. Willkommen in Pilzlinge. Wie viele wollen mitfahren? 1. Das stimmt genau. Wie viele sind aus dem Zug gestiegen? 3. Ja, klar doch. Das war völlig richtig. Und wie viele Passagiere sitzen im Zug? 19. Ja, das war ganz richtig. Gut, dann fährt der Zug los.
Da wären wir in Grafenholm. Endstation. Alle aussteigen. Das hast du gut gemacht. Du hast alle Mugglers genau gezählt. Danke für die Hilfe. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Tschüss, Zug. Pettersson schnarcht, aber er selbst merkt das nicht. Damit die Mugglers schlafen können, müssen sie sich deshalb manchmal Pfropfen in die Ohren stecken. Dann kommt es schon mal vor, dass Pettersons Socken am anderen Morgen verschwunden sind. Und dann findet er sie zum Beispiel unter der Spüle. Hier auf dem Dachboden ist es ein bisschen gruselig. Man weiß nie, was für Monstermugglers hier auf der Lauer liegen. Obwohl Pettersson sagt, dass es nicht gefährlich ist. Und ich bin ja ein mutiger Kater. Hier auf dem Dachboden kann man sich verstecken, wenn man seine Ruhe haben will. Einmal habe ich mich versteckt, weil der Hahn, den wir hatten, so fürchterlich gekräht hat. Er hat den ganzen Tag lang gekräht und dazu auch noch laut. Ich hatte große Kissen auf den Ohren und Ohrenschützer und die Tatzen obendrauf, aber er war immer noch zu hören. Jetzt wohnt er weit weg, aber manchmal hört man ihn trotzdem bis hierher. Für die Mugglerkinder ist es an der Zeit, schlafen zu gehen. Aber die Babysitter-Libelle hat fürchterliche Mühe damit, die Kinder ins Bett zu bringen. Am besten hilfst du ihr dabei. Bewege die Libelle mit der Maus zu dem Kind, das sie ins Bett bringen soll. Klick auf das Kind, um es aufzuheben und bring es zu einer leeren Wiege. Wenn du die Wiege anklickst, kannst du es hineinlegen. Du hast es geschafft, wenn alle Kinder gleichzeitig in ihren Wiegen liegen und schlafen. Bewege die Libelle mit der Maus zu dem Kind, das sie ins Bett bringen soll. Klick auf das Kind, um es aufzuheben und bring es zu einer leeren Wiege. Wenn du die Wiege anklickst, kannst du es hineinlegen. Du hast es geschafft, wenn alle Kinder gleichzeitig in ihren Wiegen liegen und schlafen. Jetzt ist es endlich ruhig und still. Na 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 na
Jetzt ist es endlich ruhig und still. Jetzt bist du auf der Highscore-Liste. Tschüss, Babysitter-Libelle. Wie gruselig. Hier gibt es bestimmt jede Menge Monster, die wir mit der Flitsche treffen können. Benutze Pettersons alte Hosenträger als Schleuder und versuche, die Monster aus ihren Verstecken zu vertreiben. Du hast 2 Minuten Zeit, um so viele Monster wie möglich zu treffen. Benutze Pettersons alte Hosenträger als Schleuder und versuche, die Monster aus ihren Verstecken zu vertreiben. Du hast 2 Minuten Zeit, um so viele Monster wie möglich zu treffen. Oh je! Oh je! Nein! Boss! Oh je! Oh, ah! Oh, ah! Oh, ah! Boss! Oh je! Boss! Oh je! Nein! Boss! Boss! Nein! Boss! Oh je! Oh, ah! Oh, ah! Boss! Oh, ah! Oh je! Nein! Oh, ah! Boss! Oh, ah! Oh je! Nein! Oh je! Boss! Oh, ah! Boss! Oh, ah! Nein! Oh, ah! Du hast ganz schön viele Monster getroffen. Jetzt hast du was gewonnen. Versuch's doch nochmal. Oh je! Nein!
Oh, ah. Oh je. Nein. Oh je. Ein Bruder, 3 Punkte. Nein. Gott. Gott. Oh je. Gott. Ein Bruder, 3 Punkte. Oh je. Oh je. Oh je. Gott. Oh je. Oh, ah. Oh je. Oh je. Gott. Oh je. Oh, ah. Ein Bruder, 3 Punkte. Oh, ah. Gott. Du bist ja ein richtiger Meisterschütze. Jetzt haben die Monster sich Abammel bekommen. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Ja, du bist wirklich toll. Du stehst ganz oben in der Highscore-Liste. Tschüss, ihr Monster. Tschüss. Hier auf dem Dachboden liegt Pettersons Zelt. Bevor ich wusste, dass es ein Zelt war, dachte ich, es wäre eine grüne Wurst, die man zum Spielen gebrauchen kann. Aber einmal waren Pettersson und ich draußen zum Zelten. Und da habe ich gelernt, dass man innen in diesem Stoffhaus schlafen kann. Aber darin wollte ich nicht schlafen. Es war viel zu spannend mit all den seltsamen Geräuschen, die man hören und Schatten, die man sehen konnte. Hier zieht Pettersson seine Schuhe und Jacken und all sowas aus. Ich habe ja nicht so viele Schuhe zum Ausziehen, aber meistens putze ich mir die Füße auf dem Teppich in der Diele ab. Pettersson findet, dass das lustig aussieht. Jedes Mal fängt er an zu lachen. Er sagt, dass ich schon angefangen habe, ihn nachzumachen, als ich noch ein kleines Katzenkind war. Willkommen in der guten Stube. Das hier ist das schönste Zimmer in Pettersons Haus. Und hier darf man auf jeden Fall spielen. Pettersson und ich sitzen manchmal abends hier und haben den Kamin angezündet. Und Kerzen. Dann liege ich bei Pettersson auf dem Schoß und alles ist so ruhig und schön. Und dann erzählt Pettersson von allem, was wir erlebt haben. Er und ich. Und die Mucklas. Eines Morgens wurde Pettersson wach, weil etwas nicht so war wie sonst. Er fühlte sofort die schwere Stille von früher, als noch kein Kater im Haus gewesen war, der ihn hüpfend weckte. Pettersson war sofort hellwach und sprang aus dem Bett. »Findus! Findus, wo bist du?« rief er und suchte unter der Bettdecke, unterm Kissen, unter dem Bett, in den Schuhen. »Draußen im Vorraum, in der Küche, Findus, bist du hier?« Er suchte und rief überall. Barfuß lief er in den Tischlerschuppen und zum Holzschuppen und zu den Hühnern.
Er riss die Tür so heftig auf, dass die Hühner zeternd nach allen Seiten auseinanderstoben. »Habt ihr Findus gesehen?« fragte er keuchend. »Hilfe! Ein Hühnerdieb! Findus kommt! Der Fuchs kommt! Petterson hat keine Hose an!« gackerten alle Hühner durcheinander. »Ruhe!« schrie Petterson. Die Hühner verstummten. »Findus ist verschwunden. Ist er bei euch gewesen?« »Heute nicht, glaube ich«, gluckste Brillan. »Bist du das, Petterson?« Petterson ging, ohne zu antworten. Die Hühner waren zu blöd. Sie wussten von einem Augenblick zum anderen nicht, was passierte. Und er selber wusste nicht, dass Findus in diesem Augenblick nur 10 Meter von ihm entfernt dasaß und Todesangst hatte. »Oh weh, oh weh, oh weh!« »Hier sitzt irgendwo eine Katze. Die muss aber traurig sein«, sagte plötzlich eine Stimme. Es waren 2 von diesen Wesen, die unter Pettersons Haus wohnten. Findus hatte sie schon mal gesehen. Sie konnten überall auftauchen. Deshalb fand er es nicht merkwürdig, dass sie plötzlich in seiner Kiste standen. »Ich traue mich nicht raus«, schluchzte Findus. »Da draußen ist ein großes, schreckliches Ungeheuer. Das will mich fressen. Hier findet Petterson mich nie.« Die kleinen Wesen drängelten sich vor dem Astloch, um hinauszugucken. »Oh, oh, oh, das sieht aber gefährlich aus. Bestimmt frisst es uns alle. Du musst wohl hier bleiben.« »Das will ich aber nicht«, piepste Findus. »Ich will nach Hause, zu Petterson.« »Nee, du kannst bei uns wohnen. Hier ist es gut. Sei nicht traurig. Ich kann dir Geschichten erzählen«, sagte das kleine Wesen. »Ich kann noch bessere erzählen«, sagte das andere. Da fingen sie beide an. Es war einmal ein Muckler. Der war sehr lieb und nett. Groß und stark war er auch. Und klug und schön. Es war das Beste, was es gab. Wirklich. Er hieß Plums. Nein, er hieß Plim. Oh, diese Mucklers. Die Geschichte handelte von einem Muckler, der einen Kater in einer Kiste gefunden hatte. Aber eigentlich handelte sie nur davon, wie tüchtig der Muckler war und fast gar nicht von dem armen Kater. Findus hatte ihre Angeberei bald satt. »Ich will eure langweiligen Geschichten nicht mehr hören. Ich will, dass Petterson kommt«, schluchzte er. »Könnt ihr ihm nicht Bescheid sagen?« Die Mucklers begriffen, dass Findus wirklich große Angst hatte. »Das wird schwierig, ihm Bescheid zu sagen. Wahrscheinlich versteht er unsere Sprache nicht. Er sieht uns ja nicht mal.« »Nee, er ist ein bisschen dumm. Wir können ihm nur Tipps geben. Sei nicht traurig. Das kriegen wir schon hin. Wir kriegen alles hin.« Und dann waren sie verschwunden. Findus fühlte sich gleich ein bisschen besser. »Die Mucklers sind doch so großartig. Denen wird schon etwas einfallen«, dachte er. Er setzte sich zurecht, spähte durch das Astloch und wartete darauf, dass Petterson kam. Das war wirklich schrecklich fies, da zu sitzen. »Findus«, rief Petterson, »bist du hier?« »Ja, hier bin ich«, ertönte es aus dem Gerümpel. Und dort in der alten feuchten Kiste mit rostigem Krimskrams und verwelktem Laub stand der kleine Findus und hüpfte vor Freude. Dann gingen sie ins Haus und frühstückten. Petterson erzählte von den Schuhen und den Strümpfen, die ihm den Weg gezeigt hatten. »Nee, das war ich nicht«, sagte Findus. »Die Mucklers haben mir geholfen. Sie sind meine Freunde. Die wohnen auch hier.« »Aha«, sagte Petterson nur ein bisschen erstaunt. »Wenn du es sagst, dann ist es wohl so. Dann brauche ich mich nie mehr einsam zu fühlen. Ich habe Nachbarn, Hühner und Mucklers. Und dann habe ich diesen kleinen Kater.« Das war doch eine schöne Geschichte, oder nicht? Petterson und ich sitzen manchmal abends hier und haben den Kamin angezündet und Kerzen. Dann liege ich bei Petterson.
Hallo, hier bist du beim Pflaumenspiel. Möchtest du mir helfen, Pflaumen zu pflücken? Klick auf den Pustepfand, um den Eleflieger nach oben, nach rechts und nach links zu steuern. Ich pflücke dann die Pflaumen, wenn ich nahe genug an sie herankomme. Du musst außerdem mit dem Eleflieger eine saubere Landung auf der Plattform hinlegen. Wir haben 2 Minuten Zeit, so viele Pflaumen wie möglich zu pflücken. Aber pass auf, dass der Eleflieger nicht daneben landet, denn sonst verlieren wir alle Pflaumen. Klick auf den Pustepfand, um den Eleflieger nach oben, nach rechts und nach links zu steuern. Ich pflücke dann die Pflaumen, wenn ich nah genug an sie herankomme. Du musst außerdem mit dem Eleflieger eine saubere Landung auf der Plattform hinlegen. Wir haben 2 Minuten Zeit, so viele Pflaumen wie möglich zu pflücken. Aber pass auf, dass der Eleflieger nicht daneben landet, denn sonst verlieren wir alle Pflaumen. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Dreiundzwanzig. Vierundzwanzig. Fünfundzwanzig. Sechsundzwanzig. 27, 28, 29. Boah, das war knapp. Du bist ja ein Weltmeister im Pflaumenpflücken. Eine, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So ein Mist. Jetzt sind alle Pflaumen aus dem Korb gefallen. Nein, diese Landung ging daneben. Oh nein, du hast nicht genug Pflaumen eingesammelt. Versuch's nochmal. Zwei.
Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, diese Landung hast du sehr gut hinbekommen. Oh nein, du hast nicht genug Pflaumen eingesammelt. Versuch's nochmal. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nein, diese Landung ging daneben. Oh nein, du hast nicht genug Pflaumen eingesammelt. Versuch's nochmal. Eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, 12,
13. Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Das war knapp. Du bekommst 2 Extrapunkte. Du hast es geschafft. Du bist ja echt fit im Pflaumenpflücken. Eine. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ja, diese Landung hast du sehr gut hinbekommen. Ja. Du bekommst 4 Extrapunkte. Du bist ja ein Weltmeister im Pflaumenpflücken. Tschüss, ihr Pflaumen. Einmal hat Pettersson die rot geblümte Gardine genommen und sie an meinen Schwanz festgebunden. Ich lief so schnell ich nur konnte über die Stierweide, um den wütenden Stier von Andersson wegzulocken, damit Pettersson die Leiter holen konnte, um auf den Dachboden zu klettern und die Angelrute zu holen, um damit den Schlüssel für die Tischlerwerkstatt rauszufischen, damit er den kaputten Fahrradreifen reparieren konnte, um Mehl zu kaufen und eine leckere Pfannkuchentorte zu machen. Mann, oh Mann, das war das erste und letzte Mal, dass ich Stierkämpfer war. Hallo, hier findest du Pettersons Fotoalbum. Die gefräßigen Fotokäfer waren wieder unterwegs und haben die Bilder in Pettersons Album zerknabbert. Hilf dem Fotomuckler, alle Einzelteile zusammenzusammeln. Dann könnt ihr die Bilder wieder reparieren. Klick mit der Maus in die Richtung, in die der Fotomuckler gehen soll. Sobald du einen Fotokäfer erwischt hast, landet das Bild in der Kiste. Klick auf das Fotoalbum ganz oben im Bild, wenn du die Fotos zusammensetzen willst.
Hier im Fotoalbum kannst du Pettersons Fotos wieder zusammensetzen. Aber du kannst auch eigene Bilder basteln. Wenn es dir gelingt, eins von Pettersons Bildern wieder zusammenzusetzen, erhältst du einen Gewinn. Klick auf die Pfeile, um zwischen den Seiten zu blättern. Klick auf den Fotomuckler, wenn du zurück willst, um noch mehr Bilderstücke zu sammeln. Wie doof!
Wie doof. Der sieht ja lustig aus. Das ist aber ein sehr schönes Bild. Wie doof. Das ist ja eine komische Figur. Wie doof. Was für ein schrulliger Typ! Das ist ja eine komische Figur. Was für ein schrulliger Typ!
Was für ein schrulliger Typ. Wie doof. Der sieht ja lustig aus. Der sieht ja lustig aus. Wie doof. Was für ein schrulliger Typ. Was für ein schrulliger Typ. Wie doof. Was für ein schrulliger Typ. Der sieht ja lustig aus. Was für ein schrulliger Typ. Das ist ja eine komische Figur. Das ist ja eine komische Figur. Das ist ja eine komische Figur. Wie doof. Der sieht ja lustig aus. Das ist ja eine komische Figur. Das ist ja eine komische Figur. Der sieht ja lustig aus. Das ist ja eine komische Figur. Das ist ja eine komische Figur. Der sieht ja lustig aus. Wie doof. Der sieht ja lustig aus. Was für ein schrulliger Typ. Das ist ja eine komische Figur. Wie doof. Der sieht ja lustig aus. Was für ein schrulliger Typ.
Wie doof. Das ist ja eine komische Figur. Was für ein schrulliger Typ. Der sieht ja lustig aus. Das ist ja eine komische Figur. Der sieht ja lustig aus. Wie doof. Wie doof. Das ist ja eine komische Figur. Tschüss, ihr Fotokäfer. Tschüss. An einem Weihnachtsfest hatte Pettersson ein gebrochenes Bein und konnte keinen Weihnachtsbaum fällen und auch nicht den Weihnachtsschmuck vom Dachboden holen. In dem Jahr mussten wir eine Tanne bauen und sie mit Schneebesen, Löffeln und roten Bändern und der Fahrradlampe und vielen anderen Sachen schmücken. Es wurde vielleicht der schönste Weihnachtsbaum, den wir jemals hier im Zimmer hatten, wenn ich so darüber nachdenke. Ich hab mich versteckt. Hallo, hier bist du bei Nicht den Boden berühren. Jetzt kannst du mir dabei helfen, nicht den Boden zu berühren. Benutze die Maus, um mich zwischen den einzelnen Möbeln hin und her zu bewegen. Du kannst mir beim Balancieren, beim Hangeln und beim Klettern helfen. Es ist nicht immer ganz einfach, aber gib nicht auf. Ich wünsche uns viel Glück. Drück auf den Beenden-Pfeil, um das Spiel zu beenden. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Jetzt kannst du mir dabei helfen, nicht den Boden zu berühren. Benutze die Maus, um mich zwischen den einzelnen Möbeln hin und her zu bewegen. Du kannst mir beim Balancieren, beim Hangeln und beim Klettern helfen. Es ist nicht immer ganz einfach, aber gib nicht auf. Ich wünsche uns viel Glück. Okay, los geht's. Und hopp und hüpf und hüpf und hopp. Und hopp. Puh. Puh. Und hopp. Hoho! Und hüpf! Yippie! Rekordzeit!
Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's. Hilfe, ich bin runtergefallen. Hoho! Hoho! Puh! Huff! Puh! Und hopp! Hoho! Und hüpf! Puh! Huff! Puh! Und hopp! Und hopp! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Und hopp! Puh! Echt! Huff! Und hopp! Puh. Hey. Und hopp. Hoho. Puh. Hey. Und hopp. Und hüpf. Und hopp! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Hoho! Und hopp!
Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hopp. Und hopp. Puh. 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 Und hopp. Puh. 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 Und hopp. Und hüpf. Und hüpf. Und hopp. Und hopp. Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's. Und hüpf! Puh! Echt? Und hopp! Puh! Oh. Puh. Und hopp. Hoho. Und hopp. Und hopp! Hoho! Puh! Echt? Uff! Und puh! Echt? Und puh! Und hopp! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Und hopp! Uff. Puh. Hey. Und hopp! Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Hoho! Hilfe, ich bin runtergefallen. Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Und hüpf. Hoho. Uff. Puh. Hey. Und hopp!
Hoho! Hey! Und hopp! Und hopp! Puh! Echt! Uff! Und hopp! Und hüpf! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Hoho! Puh! Echt? Uff! Und hopp! Und hopp! Und hopp! Und hüpf! Und hopp! Und hüpf! Puh! Echt! Uff! Und hopp! Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt! Hoho! Uff! Puh! Hey! Und hopp! Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Uff. Puh. Hey. Und hopp. Puh. Hey. Und hopp. Hoho. Und hopp. Hoho. Yippie. Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Puh. Uff. Und puh. Und hopp! Puh! Echt! Uff! Und hopp!
Hoho! Hoho! Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hopp! Hoho! Und hüpf! Und hopp! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's! Hoho! Und hüpf! Und hopp! Hoho! Uff. Und hopp! Hoho! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Okay, los geht's. Hilfe, ich bin runtergefallen. Hoho! Hilfe, ich bin runtergefallen. Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hopp! Hoho! Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Und hopp! Oh nein, jetzt habe ich den Boden berührt. Hoho! Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hüpf! Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hüpf! Und hopp! Hilfe, ich bin runtergefallen. Und hüpf!
Hoho! Und hüpf! Uff. Und hopp! Hoho! Puh. Uff. Und hopp! Und hüpf! Und hüpf! Hoho! Und hopp! Und hopp! Und hüpf! Und hüpf! Yippie! Rekordzeit! Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Klick mich an, wenn du anfangen möchtest. Oh, prima, jetzt hast du alle Spiele hier in Pettersons Haus gefunden. Hier hast du einen Schlüssel für die Mucklerwelten. Den brauchst du, um die Mucklerwelten zu betreten. An einem Weihnachtsfest hatte Pettersson ein gebrochenes Bein und konnte keinen Weihnachtsbaum fällen und auch nicht den Weihnachtsschmuck vom Dachboden holen. In dem Jahr mussten wir eine Tanne bauen und sie mit Schneebesen, Löffeln und roten Bändern und der Fahrradlampe und vielen anderen Sachen schmücken. Es wurde vielleicht der schönste Weihnachtsbaum, den wir jemals hier im Zimmer hatten, wenn ich so darüber nachdenke. Hier zieht Pettersson seine Schuhe und Jacken und all sowas aus. Diesen Schlüssel hier benutzt du, um in die verschiedenen Mugglerwelten zu gelangen. Aber zuerst musst du herausfinden, wo er hineinpasst. Hier kannst du die Gegenstände aufbewahren, die du von den Mugglers für das Muggleressen bekommen hast. Die Zahl zeigt dir, wie viel du von jedem Gegenstand hast. Das sieht ja knifflig aus. Da steckt sicher ein besonderer Trick dahinter. Steck den kleinen Schlüssel in eins der drei Schlüssellöcher und beobachte, was passiert. Benutz die Maus, um die verschiedenen Riegel zu bewegen, bis du hinter den Trick gekommen bist. Steck den kleinen Schlüssel in eins der drei Schlüssellöcher und beobachte, was passiert. Benutz die Maus, um die verschiedenen Riegel zu bewegen, bis du hinter den Trick gekommen bist. Ein Schlüsselloch. Vielleicht haben wir ja einen Schlüssel, der da reinpasst. Wow, es hat funktioniert. Klasse. Ich frag mich, wo wir hier gelandet sind. Guck mal, da brennt Licht in einem der Häuser. Da gehen wir hin. Keiner zu Hause. Vielleicht sollten wir mal dahin klicken, wo das Licht brennt. Hallo, willkommen in der Hauswelt. Wie schön, dass Besuch kommt. Das macht uns Freude. Es ist so leer in der Hauswelt. Ich würde mich freuen, wenn du viele Familien sammeln könntest, die hierher gehören und die hier in der Hauswelt in die leeren Häuser einziehen. Hier hast du einen eigenen Hausschlüssel. Du kannst in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt.
Wenn in einem anderen Haus das Licht brennt, bedeutet das, dass da jemand wohnt. Du kannst dort einen Besuch machen. Uns Hausmugglers gefällt es, Pettersson nachzumachen. Wenn er badet, dann baden wir. Wenn er das Essen fertig macht, dann machen wir auch das Essen fertig. Wenn er Zeitung liest, dann lesen wir auch Zeitung. Und wenn Pettersson erfindet, dann sind wir dabei und sehen zu. Man lernt ständig was von diesem verschmitzten Alten. Aber unterhalten können wir uns nur mit Findus. Er ist unser Freund, obwohl er eine Katze ist. Ich erinnere mich, einmal wollte Pettersson ins Dorf fahren, um Mehl für eine Pfannkuchentorte zu kaufen. Findus hatte wie gewöhnlich Geburtstag. Das finden wir toll, denn dann bekommen wir auch einige Sachen ab. Kleine Kerzen und Goldschnüre und was wir so finden. Das Dumme war nur, wir hatten gerade vorher Versteck den Schlüssel gespielt. Und einer von uns fand, dass das beste Versteck Petterssons Brunnen war. Eieieiei. Ich erinnere mich, einmal wollte Pettersson ins Dorf fahren, um Mehl für eine Pfannkuchentorte zu kaufen. Findus hatte wie gewöhnlich Geburtstag. Das finden wir toll, denn dann bekommen wir auch einige Sachen ab. Kleine Kerzen und Goldschnüre und was wir so finden. Das Dumme war nur, wir hatten gerade vorher Versteck den Schlüssel gespielt. Und einer von uns fand, dass das beste Versteck Petterssons Brunnen war. Eieieiei. Wir Hausmugglers wohnen schon seit vielen, vielen Jahren hier in Petterssons Haus. Meistens bleiben wir in den eigenen vier Wänden, aber manchmal treiben wir uns auch im restlichen Haus herum. Und dann kümmern wir uns gerne um solche Sachen, von denen wir annehmen, dass sie nur im Weg liegen und vor sich hingammeln. Strümpfe, Schneebesen, Stifte, Eier. Manchmal geben wir sie auch zurück. Nur fällt uns fast nie ein, wo wir sie gefunden haben. Dann kratzt Petterson sich am Kopf und das ist so lustig. Uns Hausmugglers gefällt es, Pettersson nachzumachen. Wenn er badet, dann baden wir. Wenn er das Essen fertig macht, dann machen wir auch das Essen fertig. Wenn er Zeitung liest, dann lesen wir auch Zeitung. Und wenn Pettersson erfindet, dann sind wir dabei und sehen zu. Man lernt ständig was von diesem verschmitzten Alten. Aber unterhalten können wir uns nur mit Findus. Er ist unser Freund, obwohl er eine Katze ist. Danke für den Besuch! Diesen Schlüssel hier benutzt du, um in ein neues Haus einzuziehen. Aber denk daran, dass er nur zu einer Mugglerwelt passt. Oh, hier ist es aber leer. Hier könnte man ein paar Möbel und andere Gegenstände brauchen. Hier kannst du einstellen, ob du den Ton während des Spieles leise oder laut hören möchtest. Keiner zu Hause. Vielleicht sollten wir mal dahin klicken, wo das Licht brennt. Es ist schön mit ein bisschen Besuch. Gib diese Karten der alten Mugglerfrau in der Welt, zu der sie gehören. Dann kann eine neue Familie einziehen. Das hast du gut gemacht. Du hast jetzt eine ganze Mugglerfamilie zusammen. Wenn du sie mir gibst, kann die Familie in die Mugglerwelt einziehen. Hallo! Hallo! Können wir hier wohnen? Oh ja! Ihr seid sehr willkommen. Ihr könnt in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt.
Wie schön! Komm uns doch mal besuchen! Bis bald! Tschüss! Tschüss, komm bald wieder! Hallo, 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 hallo. Das war lecker. Dafür bekommst du ein Möbelstück. Dankeschön, bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war wirklich lecker. Dafür bekommst du ein Möbelstück. Tschüss. Mit diesem Möbelstück kannst du dein Haus einrichten. Hallo. Das war lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Oh, wie lecker! Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Das war wirklich lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Das war wirklich lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Tschüss. Das sieht ja knifflig aus. Da steckt sicher ein besonderer Trick dahinter. Steck den kleinen Schlüssel in eins der drei Schlüssellöcher und beobachte, was passiert.
Benutzt die Maus, um die verschiedenen Riegel zu bewegen, bis du hinter den Trick gekommen bist. Noch ein Schlüsselloch. Vielleicht passt der Universalschlüssel ja auch hier rein. Wow, es hat funktioniert. Klasse. Ich frag mich, wo wir hier gelandet sind. Guck mal, da brennt Licht in einem der Häuser. Da gehen wir hin. Willkommen in der Pilzwelt. Es ist so schön, Besuch zu bekommen. Es ist so einsam hier in der Pilzwelt. Ich würde mich freuen, wenn du viele Familien sammeln könntest, die hierher gehören und die dann in die leerstehenden Häuser einziehen. Hier hast du einen eigenen Hausschlüssel. Du kannst in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt. Wenn in einem anderen Haus Licht brennt, bedeutet das, dass da jemand wohnt und den kannst du besuchen. Ich erinnere mich, einmal hatte Patterson sich den Fuß verletzt und Findus sollte den Fußboden schrubben. Einen ganzen Eimer Wasser hat er vergossen. Wir mussten eine Cousine vom großen Wasserfall am See holen lassen, damit unter dem ganzen Küchenboden Spezialleitungen und Rohre gelegt werden konnten. Sonst hätte es eine Überschwemmung gegeben. Das hat ganz schön viel Arbeit gemacht. Wir Pilzmucklers wohnen schon seit vielen, vielen Jahren hier in Pattersons Haus. Am besten gefällt es uns unter dem Fußboden, denn da ist es schön feucht und dunkel. Hier haben wir unsere Ruhe. Wir reparieren die Rohre in Pattersons Haus und kümmern uns um das Wasser, das er verschüttet. Er braucht sich überhaupt nicht darum zu kümmern. Manchmal bekommen wir Besuch von unseren Verwandten aus dem Wald. Das gibt ein Fest. Manche bringt Patterson ja selbst mit ins Haus. Die verdrücken sich dann aus seinem Korb und fahren auf den Rohren zu uns herunter. Das finden sie so lustig. Denn solche Rohre gibt es ja nicht im Wald. Tschüss, komm bald wieder. Hallo, hier bringe ich dir alle deine Möbel. Tschüss. Hallo, wie schön, dass ich Besuch bekomme. Das hast du gut gemacht. Du hast jetzt eine ganze Mucklerfamilie zusammen. Wenn du sie mir gibst, kann die Familie in die Mucklerwelt einziehen. Hallo, hallo, können wir hier wohnen?
Oh ja, ihr seid sehr willkommen. Ihr könnt in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt. Wie schön! Komm uns doch mal besuchen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Hallo, 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 hallo. Oh, wie lecker! Dafür bekommst du ein Möbelstück. Oh, wie lecker! Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war wirklich lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Das war wirklich lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Oh, wie lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Oh, wie lecker. Dafür bekommst du ein Möbelstück. Oh, wie lecker. Dafür bekommst du ein Möbelstück. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Tschüss. Huhu! Das sieht ja knifflig aus. Da steckt sicher ein besonderer Trick dahinter. Steck den kleinen Schlüssel in eins der drei Schlüssellöcher und beobachte, was passiert. Benutze die Maus, um die verschiedenen Riegel zu bewegen, bis du hinter den Trick gekommen bist. Aha, schon wieder ein Schlüsselloch. Probier's doch mit dem Universalschlüssel. Wow, es hat funktioniert. Klasse. Ich frag mich, wo wir hier gelandet sind. Guck mal, da brennt Licht in einem der Häuser. Da gehen wir hin. Herzlich willkommen in der Apfelwelt.
Das ist ja schön, dass du hier einmal vorbeischaust. Es ist so einsam in der Apfelwelt. Ich würde mich freuen, wenn du viele Familien sammeln könntest, die hierher gehören und die dann in die leeren Häuser einziehen können. Hier hast du einen eigenen Hausschlüssel. Du kannst in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt. Wenn in einem anderen Haus ein Licht brennt, bedeutet das, dass da jemand wohnt. Du kannst dort einen Besuch machen. Ich erinnere mich an eine Nacht, in der Findus in seiner Koje saß und wegen des Fuchses auf die Hühner aufpasste. Aber natürlich ist er eingeschlafen, also mussten wir die Wache übernehmen. Es kam zwar kein Fuchs, aber am frühen Morgen war das ganze Gemüsebeet voller Kühe. Und da fanden wir es am besten, Findus zu wecken. Sonst wären ja alle seine Fleischklößchen zertrampelt worden. Ich erinnere mich, als wir einmal draußen zum Fest eingeladen waren. Pettersson saß auf dem Gartensofa und Findus auf dem Tisch. Und dann war da ein großer Trichter. Daraus kam die ganze Zeit Lärm. Und die Hausmugglers haben getanzt. Und die Hühner haben sich gefragt, was Tanzen sein soll. Ach, das war ein schönes Fest. Ich verstehe nur nicht, warum die immer Erdbeeren auf der Torte haben müssen. Ich erinnere mich, als wir einmal draußen zum Fest eingeladen waren. Pettersson saß auf dem Gartensofa und Findus auf dem Tisch. Und dann war da ein großer Trichter. Daraus kam die ganze Zeit Lärm. Und die Hausmugglers haben getanzt. Und die Hühner haben sich gefragt, was Tanzen sein soll. Ach, das war ein schönes Fest. Ich verstehe nur nicht, warum die immer Erdbeeren auf der Torte haben müssen. Ja, wir Apfelmugglers wohnen schon seit vielen, vielen Jahren bei Pettersson. Die meisten wohnen draußen im Garten, aber wir haben unser Haus genau unter der Dachkante auf der Rückseite von Petterssons Haus. Dort gibt es ein Loch, genau richtig, damit die Zweige durchpassen. Wir haben also ein Haus drinnen und eines draußen. Tschüss und danke für deinen Besuch. Du bist jederzeit willkommen. Hallo, hier bringe ich dir alle deine Möbel. Tschüss.
Oh, das ist schön, Besuch zu bekommen. Das hast du gut gemacht. Jetzt hast du eine ganze Mucklerfamilie beisammen. Wenn du sie mir gibst, kann die Familie in die Mucklerwelt einziehen. Hallo, hallo, können wir hier wohnen? Oh ja, ihr seid sehr willkommen. Ihr könnt in jedes Haus einziehen, in dem kein Licht brennt. Wie schön! Komm uns doch mal besuchen. Bis bald. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Na du? Hallo! 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 Das war lecker! Dafür bekommst du ein Möbelstück. Das war wirklich lecker! Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Oh, wie lecker! Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Oh, wie lecker! Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war wirklich lecker. Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Das war lecker. Dafür bekommst du ein Möbelstück. Das war wirklich lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Keiner zu Hause. Vielleicht sollten wir mal dahin klicken, wo das Licht brennt. Hallo, hier bringe ich dir alle deine Möbel. Tschüss. Keiner zu Hause. Vielleicht sollten wir mal dahin klicken, wo das Licht brennt. Hallo, hallo. Hier wird das Muckleressen gespeichert, das du bei den Spielen in Pettersons Haus gewinnen kannst. Das kannst du bei den Mucklers draußen in den Mucklerwelten gegen andere Sachen tauschen. Das hier ist Essen, das du den Mucklers geben kannst. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Das war lecker. Als Dankeschön bekommst du von uns ein Möbelstück. Nun haben wir so viel Leckeres von dir bekommen.
Dafür bekommst du jetzt einen extra feinen Gegenstand von uns. Wenn du das dem alten Muggler gibst, bekommst du etwas dafür. Tschüss! Nein, dass ich Besuch bekomme. Willkommen! Gib das hier der alten Mucklerfrau, dann bekommst du etwas von ihr. Oh, danke. Was für ein schönes Silberding. Dafür bekommst du ein Mucklerspiel von mir. Wenn du das einem der Mucklers in ihren Häusern zeigst, dann spielt der Muggler mit dir. Ich bin ja so froh, dass du alle Mucklers mit leckeren Sachen versorgst und dass immer mehr Familien hier in die Welt einziehen. Vielen Dank. Gib dieses Spiel dem Muggler, mit dem du spielen möchtest, aber natürlich nicht der alten Mucklerfrau. Oh, es macht Spaß, mit dir zu spielen. Hallo, hier geht es darum, Äpfel durch die Luft zu pusten. Du hast 2 Minuten Zeit. Es gewinnt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Du bist der untere Muggler. Ich bin der Muggler in der Mitte. Gegen den Muggler in der Mitte gewonnen. Ich habe nicht so viele Äpfel gefangen wie du. Du hast 2 Minuten Zeit. Es gewinnt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Du bist der untere Muggler. Ich such dir aus, in welcher Mannschaft du spielen möchtest. Mit dem Muggler in der Mitte oder den Mugglers außen. Du bist der Muggler in der Mitte. Ich gehöre zur Außenmannschaft. Yippee! 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 Yippee!
Du musst versuchen, dem anderen Spieler den Apfel abzuluxen. Mit der Maus kannst du deinen Muckler seitwärts bewegen. Der Muckler fängt den Apfel automatisch, wenn du nahe genug bei ihm bist. Du bekommst 2 Punkte für jeden gefangenen Apfel, 1 Punkt für jeden, den die anderen nicht fangen. Yippie! Juhu! Yippie! Juhu! Yippie! Juhu! Yippie! Juhu! Die Außenmannschaft hat mehr Punkte gewonnen als du. Ich habe ganz viele Äpfel zusammenbekommen. Darum habe ich jetzt gewonnen. Such dir aus, in welcher Mannschaft du spielen möchtest. Mit dem Muckler in der Mitte oder den Mucklers außen. Du bist der untere Muckler. Ich bin der Muckler in der Mitte. Yippee! Juhu!
Juhu! Gegen den Muckler in der Mitte gewonnen. Ich habe nicht so viele Äpfel gefangen wie du. Jetzt hast du was gewonnen. Ist ja spitze. Du stehst ganz oben in der Highschool-Liste. Hallo! 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 Das hier ist Essen, das du dem Mucklers geben kannst. Das war wirklich lecker! Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Nun haben wir so viel Leckeres von dir bekommen. Dafür bekommst du jetzt einen extra feinen Gegenstand von uns. Wenn du das dem alten Muckler gibst, bekommst du etwas dafür. Tschüss! Oh, das ist aber schön, dass du mich besuchen kommst. Gib das hier der alten Mucklerfrau, dann bekommst du etwas von ihr. Oh, danke, was für ein schönes Silberding. Dafür bekommst du ein Mucklerspiel von mir. Wenn du das einem der Mucklers in ihren Häusern zeigst, dann spielt er ein Spiel mit dir. Ich bin ja so froh, dass du alle Mucklers mit leckeren Sachen versorgst und dass mehr und mehr Familien hier in die Welt einziehen. Vielen Dank! Na du? Na? Ja, das macht Spaß, Spiele zu spielen. Oh, ein Pilzrennen. Ist ja klasse. Hierbei muss man mit seinem Haustier sehr schnell sein. Möchtest du gegen den Muckler spielen oder gegen einen Freund? Okay, benutzt die Maus oder die Tastatur, um dein Tier zu steuern. Du hast das blaue Tier. Wenn das Haustier einen Pfifferling auffrisst, wird es schneller. Wenn das Haustier einen Fliegenpilz frisst, dann wird es langsamer. Frisst es einen Champignon, weiß man nicht so richtig, wo es landet. Der, der nach 3 Runden als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Okay, dann habe ich das rote Haustier. Auf die Plätze, fertig,
Los! Yippie! Ich war am schnellsten! Ich habe gewonnen! Okay, dann habe ich das rote Haustier. Auf die Plätze, fertig, los! Tier war schneller im Ziel als meins. Yippie, dein Haustier war ja das Schnellste. Glückwunsch! Okay, benutzt die Maus oder die Tastatur, um dein Tier zu steuern. Du hast das blaue Tier. Okay, dann habe ich das rote Haustier. Auf die Plätze, fertig. Los! Haustier. Auf die Plätze, fertig, los!
habe ich das rote Haustier. Auf die Plätze, fertig, los! Tier war schneller im Ziel als meins. Ja, gut so. Damit kommst du auf die Highscore-Liste. Du bist ja richtig schnell. Wenn das Haustier einen Pfifferling auffrisst, wird es schneller. Wenn das Haustier einen Fliegenpilz frisst, dann wird es langsamer. Frisst es einen Champignon, weiß man nicht so richtig, wo es landet. Der, der nach 5 Runden als erster im Ziel ist, hat gewonnen. Tschüss, all ihr Pilzefresser. Tschüss. Hallo. Hallo. Tschüss. Na? Hallo, hallo. Hallo. Na du? Hier wird das Muckleressen gespeichert, das du bei den Spielen in Pettersons Haus gewinnen kannst. Das hier ist Essen, das du den Mucklers geben kannst. Oh, wie lecker! Da bekommst du ein Möbelstück als Dankeschön. Nun haben wir so viel Leckeres von dir bekommen. Dafür bekommst du jetzt einen extra feinen Gegenstand von uns. Wenn du das dem alten Muckler gibst, bekommst du etwas dafür. Tschüss! Hallo, schön, dass du zu Besuch kommst. Gib das hier der alten Mucklerfrau, dann bekommst du etwas von ihr. Oh, danke für das schöne Silberding. Dafür bekommst du ein Mucklerspiel von mir. Wenn du das einem der Mucklers in ihren Häusern zeigst, dann spielt er ein Spiel mit dir. Ich bin ja so froh, dass du alle Mucklers mit leckeren Sachen versorgst und dass mehr und mehr Familien hier in die Welt einziehen. Vielen Dank! Na du? Gib dieses Spiel dem Muckler, mit dem du spielen möchtest. Aber natürlich nicht der alten Mucklerfrau. Oh, es macht Spaß, mit dir zu spielen. Willkommen beim Lieblingsspiel der Hauswelt, dem Rodeo. Du musst dein Haustier, das Grüne, so steuern, dass es vor dem Roten ins Ziel kommt. Klick mit der Maus auf die Seite, zu der sich das Haustier drehen soll. Sei aber darauf gefasst, dass diese Tiere sehr widerspenstig sind und manchmal dahin gehen, wo sie hinwollen. Gib nicht auf, versuch sie zu zähmen. Ich habe das rote Haustier. Du musst dein Haustier, das Grüne, so steuern, dass es vor dem Roten ins Ziel kommt.
Klick mit der Maus auf die Seite, zu der sich das Haustier drehen soll. Sei aber darauf gefasst, dass diese Tiere sehr widerspenstig sind und manchmal dahin gehen, wo sie hinwollen. Gib nicht auf, versuch sie zu zähmen. Ups, jetzt habe ich verloren. Mein Haustier war zu langsam. Zur Belohnung gibt es einen Gewinn. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Ich habe das rote Haustier. Ups, jetzt habe ich verloren. Mein Haustier war zu langsam. Dafür bekommst du einen Gewinn. Er wird von deinem Speichermuckler aufbewahrt. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Ich habe das rote Haustier. Ups, jetzt habe ich verloren. Mein Haustier war zu langsam. Jetzt hast du was gewonnen. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Ich habe das rote Haustier. Ha-eh!
Ups, jetzt habe ich verloren. Mein Haustier war zu langsam. Jetzt hast du was gewonnen. Klick auf das Nochmal-Tier, wenn du nochmal spielen möchtest. Ich habe das rote Haustier. Tschüss, Tiere. Tschüss. Tschüss. Hier zieht Pettersson seine Schuhe und Jacken und all sowas aus. Ich habe ja nicht so viele Schuhe zum Ausziehen, aber meistens putze ich mir die Füße auf dem Teppich in der Diele ab. Pettersson findet, dass das lustig aussieht. Jedes Mal fängt er an zu lachen. Er sagt, dass ich schon angefangen habe, ihn nachzumachen, als ich noch ein kleines Katzenkind war. Hier werden deine Mucklerkarten gesammelt. Bei jedem Mucklerweltsymbol siehst du, wie viele Karten du brauchst, um eine Familie zusammenzubekommen. Hier kannst du die Gegenstände aufbewahren, die du von den Mucklers für das Muckleressen bekommen hast. Die Zahl zeigt dir, wie viel du von jedem Gegenstand hast. Willst du wirklich aufhören zu spielen? Okay, tschüss, dann komm bald wieder.